nicht verpassen, so ein paar Dinge noch mal über unsere aktuelle Situation zu verlieren, über das Thema Corona und die Gefahr, die sich daraus ergibt. Beim Coronavirus handelt es sich ja um eine virale Infektion, die dazu führen kann, dass die Patienten am Ende des Tages eine atypische Lungenentzündung bekommen. Atypisch deswegen, weil es eine Lungenentzündung ist, die über Viren verursacht wird und nicht, wie es typischerweise über die Pneumokokken, also das sind Bakterien, verursacht wird. Diese atypische Lungenentzündung führt zu Atemnot durch Verkleben der Lunge. Und dieser Virus ist besonders fies, weil er einfach in der Lage ist, sich schon oben an den Schleimhäuten in der Nase und im Mundrachenraum zu vermehren, durch Sprechen, durch feuchte Aussprache, durch Anhusten oder durch Fassen ins Gesicht, kommt er dorthin, wohin möchte und vermehrt sich da. Jetzt müssen wir schauen, was können wir tun, damit wir uns damit nicht so schnell anstecken. Wir haben Handschuhe an, wir waschen uns die Hände, wir desinfizieren die Hände, wir haben Mundschutz an vielleicht. All das ist eine sogenannte Expositionsprophylaxe, dass wir diesen Virus nicht aufnehmen. Aber die Frage ist, können wir so ein bisschen was für unser Immunsystem tun? Atrospira-Komplex habe ich mal heute rausgesucht. Ich suche mal, ob ich es finde. Wo habe ich es denn? Ich habe es mir extra zur Seite gestellt. Jetzt hat es hier scheinbar Füße gekriegt. Ja, doch. Atrospira-Komplex. Eine Rezeptur. Kapseln sind da. Sind das? Das Atrospira, diese Kapseln, die haben, wie der Name schon sagt, als Hauptwirkstoff Atrospira. Und dieses Atrospira hat ganz, ganz viele Polysaccharide. Und diese Polysaccharide helfen dabei, dass das Virus sich nicht an die Schleimhäute andocken kann und dann eindringen kann in den Körper. Ideen hätte ich, das Lipo-C zu nehmen, das Vitamin D hochdosiert, Spiruletten und dann das Präparat gegen Viren. Da weiß ich leider den Namen nicht mehr. Atrospira-Komplex. Prima, habe ich jetzt gerade auch notiert. Mhm. Super. Und dann eventuell noch das CBD-Immun dazu zu nehmen. Ja. Ja, das ist so meine Vorstellungswelt, was dort helfen könnte. Also, erstmal zu der Prophylaxe beim Corona. Sie haben ein paar Dinge aufgezählt, die finde ich interessant. Ein paar Dinge würde ich ein bisschen anders machen. Also Vitamin D hochdosiert ist richtig. Da würde ich auf 4000 internationale Einheiten pro Tag gehen von Dosierung. Ist gut. Ja. CBD-Immun ist top. Okay. Also das, nee, super, alles gut. Also das also Vitamin D. Vitamin D hochdosiert, habe ich verstanden. Genau, 4000 Einheiten pro Tag, das ist super. Dann das CBD-Immun ist auch gut, da haben wir das Cannabis drin, da haben wir Pflanzen drin, die antiviral wirksam sind, die auch bei anderen Viren schon sich gut gezeigt haben. Sutalandia ist da drin als Wirkstoffpflanze, also schon mal gut. Spirulina als Grundlage sowieso, hatte ich eben schon gesagt, 4086 Inhaltsstoffe, interessant, um den Körper allgemein zu stärken. Atrospira-Komplex. Super gut, weil es auch nochmal diese Idee, diese antivirale Idee hat mit diesen Polysaccharid-Komponenten als Wirkstoff. Da ist noch Sternanis mit drin, ist auch antiviral. Und vor allen Dingen ist hier ein Heilpilzkomplex eingearbeitet. Dieser Heilpilzkomplex ist auch nochmal sehr, sehr stark wirksam für das Immunsystem. Was mir fehlt in ihrer Komposition ist das Ester-C. Das Vitamin C, da hätte ich gerne 4 Gramm mindestens pro Tag von. Das ist im Moment. Wäre das jetzt besser als Ester-C oder als Lipo-C zu nehmen? Ist beides gut. Ich habe irgendwie gefühlt, empfehle ich lieber das Ester-C, weil ich das glaube ich, immer schöner dosieren kann. Das ist so mein Eindruck davon. Und wenn die da 2 morgens und 2 abends von nehmen, dann haben die Leute das drin und dann ist es auch von der Dosierung her gut, ne? Ja, genau. Und da haben wir dann eine gute Kombination, also aus dem Vitamin D, Vitamin C, CBD, Immun und den Atrospira-Komplex ist top. Ne? Ja, genau. So. Okay. Ja, passt ja ins Thema, zum Corona-Thema, hatte ich ja gerade ein bisschen was so erzählt, was dieser Virus machen kann. Die Frage der Prophylaxe. Ich fasse die prophylaktischen Präparate nochmal zusammen. Ester-C, 2 morgens, 2 abends. Dann Atrospira-Komplex, 2 morgens, 2 abends. CBD-Immun,
zwei morgens, eine mittags. Vitamin D, ganz, ganz wichtig, hochdosiert, sodass wir 4000 Einheiten pro Tag kommen. Und man kann dann noch mal so ein bisschen nach links und rechts gucken. Das Gelée Royal ist noch mal eine Idee, um dort zu stärken. Oder auch das Ingwerwohl. Über diese beiden Substanzen werde ich dann das nächste Mal berichten. Bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich und ich sage Tschüss aus Köln.